So, hallöchen und willkommen zurück bei Dead Island. Was machen denn unsere Quests? Die Katze auf dem Dach hilft dem Mann? Wo war dein Mann? Hä? Wo war dein Mann? Habt ihr da irgendeinen gesehen da oben? Ach, guck mal, der hat's aber gemütlich hier. Schön Käffchen trinken und den Zombies zugucken, wie die da so rumeiern da draußen. Finde ich toll. Gefällt mir. Komme ich hier irgendwie raus? Wenn mir jetzt hier so angezeigt, dass ich auch hier irgendwie rauskommen würde. Oh, ich glaube, hier ist Ende der Karte. Nett. Da hinten. Da will ich hin, da gibt es keine Zombies. Und da auch nicht, da drin. What? Ich habe keinen Zombie gehört. Hat sich dann gehört, dass wenn hier einer drin wäre. Nein, jetzt sind die. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, ey. So, ich werde gleich darüber aufs Dach. Okay. Ich habe keine gescheuert gekriegt. Das ist doch mal ein Wunder. Normal kriege ich doch immer gleich eine. So, wo warten die jetzt? Was steht da? Need help. Oh je, das brauchen wir alle. Da gibt es einen Error, Vorsicht. Wow! No! Ich bin runtergefallen. Toll, ne? Ich verliere noch meine ganze Kohle durch diese Aktion. Oh, toll. Und wieder richtig prima rausgekommen. Wie nett. Direkt in den Zombies und kriegt gleich eine gescheuert. Auch gut. Will ich da nicht einer? Ist da nicht auch einer, wo Hilfe bräuchte? Nein, die brauchen keine Hilfe, die schießen auf mich. Verdammt. Jetzt ist es aber heftig hier. Toll. Wir haben ein paar Freunde, die uns nicht mögen. Vielleicht kann ich sie von ihrem jämmerlichen Dasein befreien. Komm. So, Nummer 1. Da ist mal einer. Wo ist er? Scheiße. Was eigentlich habe ich gar keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich gehe runter, ich stürze mich in die Feindesbrut. Ah, halt! Erstmal noch ein paar Waffen austauschen, wo ein bisschen was taugen. Haben wir noch ein bisschen Waffen, wo. Ah, da haben wir noch einen. Die hier zum Beispiel. Diese Axt noch. Messerchen. Naja, ein paar Waffen haben wir noch, aber das sollten wir da reparieren. Wir haben nur noch 17.617. Oh Mann, ey. Das kommt davon, wenn man so oft stirbt. Hier kommen wir nicht runter. No! Fuck! Das wollte ich jetzt auch nicht hier drin landen bei dem. So. Die eine beachtet mich nicht, das ist toll. Das ist richtig nett. Bleibt ihr schon mal schön liegen hier. So, wir brauchen eh wieder ein bisschen mehr Geld. Regenerieren wir uns eigentlich? Ich glaube schon, ne? So, okay. Ich will mal losrennen. Ich will versuchen, hier rauszukommen. Ich bin hier total in Brut gelandet, Mann. Werkbank. Okay, wir reparieren mal ein bisschen durch, wo sich's lohnt. Ah, soll ich die echt reparieren, Alter? Die lohnt sich ja schon gar nicht mehr. Die macht gar nicht mehr so viel Schaden. Okay. Ne, wir reparieren mal kurz alles durch, weil
bringt eh nichts. Wir brauchen das ganze Zeug jetzt, um uns bis zur Kirche überhaupt wieder durchschlagen zu können. Geschweige denn sonst irgendwo durchkommen. So, okay. Also noch 12.916 Dollar übrig. Toll. Damit werden wir keinen Krieg gewinnen, aber vielleicht irgendwie hier durchkommen. Und den Typ jetzt retten. Das wollen wir eigentlich jetzt versuchen, ne? Okay, was haben wir? Kommen ein paar Gegner. What? Da pfeffert der mir mal kurz eine. Und ich lieg flach. Ich glaube, das ist, wenn wir keine Ausdauer mehr haben, dann. Ich bin ziemlich schnell auf die Fresse. Oh nein, nicht schon wieder Geld verloren. Wegen euch, scheiß blöden Zombies, werde ich noch arm. Und komm auch noch hier raus bei euch, das ist ja geil, wa? Und der prügelt sich schon mit der Axt und allem drum und dran, wie sie es gehört. Das ist sowas von nice. Ich glaube, wir gehen jetzt auf die Konfrontation und werden die Zombies töten. Das hat so kein Wort. Jetzt werden sie auf die Bühne. Mann, die haben langsam Waffen, die werden immer intelligenter. Die passen sich unserer Zivilisation wieder an. Wir sollten sie eigentlich züchten und fliegen lernen. Oh shit. Aber nicht so. Das war mir jetzt zu arg aufdringlich. So, haben wir den Backen ein, den auch noch. Und dann ist Ruhe hier. Wir brauchen eh das Geld. So, und nochmal, wenn es nicht begreifen will. So. Okay, Kohle. Dann hat ein Holzbrett. Schämt er sich eigentlich nicht, mit einem Holzbrett anzugreifen? Dann holen wir den hier noch. Oh, jetzt geht's auch ab hier. So, jetzt ist Ruhe. Die Axt ist schon wieder kaputt. Das darf ja nicht wahr sein, oder? Nimm mal halt den Streitkolben. 315. Nee, ich nehme keine Machete mehr mit. Erstmal. Ich brauche mehr stumpfe Waffen. So, kommt. Aber eine nach dem anderen. Ich habe überlegt, dass es so vielleicht ein bisschen stressfreier geht. Dass wir uns einfach mehr um die Zeit kümmern. So, große Batterien. Also kann ich dann wieder. Nee. Nee. Was will ich mit so einem Scheiß? Ah, guck mal, hier können wir ein bisschen was verkaufen erstmal. Teile, die wir nicht mehr brauchen, kriegen wir erstmal wieder los. Hey, mein Freund. Also, verkaufen. So, was haben wir denn? Jetzt haben wir erst alles repariert, ein bisschen Geld ausgegeben dafür, aber was soll's. So, also, die ist ja richtig gut hier. Der Streitkolben behalten wir auf jeden Fall. Die behalten wir jetzt auch erstmal noch. Aber das kommt weg. Verkaufen. So, das kommt auch weg. Den haben wir auch. Die hier jetzt auch. Den Stoßstock. Den tun wir jetzt auch weg. Wir bauen lieber was Neues. Was so ein bisschen mehr Bums hat. Die kommen nicht weg. Die kommen auch nicht weg. Die Waffen hier, die behalte ich mal. Da will ich mal gucken, wenn wir Munition bekommen, wie das abgeht. Das Ding. So, Molotov-Cocktail ist klar. Medikit behalten wir auch. So, also den Rest behalten wir und werden vielleicht nochmal ein bisschen was modifizieren. Wir haben, guck mal, wir haben eigentlich nur noch Messer. Wir haben keine irgendwie anständige Waffen hier mehr. Okay, hard to take a look. Streitkolben, okay, das ist natürlich jetzt ein Argument, den nehmen wir mit. Ich glaube, da vorne war doch mal eine Truhe, ne? So, kurz was essen, bis wir da aufladen können hier. So. Was haben wir hier? Batterie noch?
Den Baseballschläger, den können wir verticken noch kurz. So, Basie noch kurz verkaufen hier. Wo ist er denn? Unser Basie. Ne, das war ein Polizeiknüppel. Den hier verkaufen wir. Ah, nee, halt! Oh mein Gott, jetzt wollte ich gerade was kaufen. Meine Güte. Alter, den hier wollte ich verkaufen. Ich habe doch kein Geld für sowas. So, jetzt passt's. Außer er hat Munition. Er hat Molotov-Cocktail. Er hat Nägel und Zahnräder. Sollen wir die mal kaufen für genagelt und so? Ah ne, halt, das tun wir nach Bedarf kaufen, scheiße. So, jetzt, also, was haben wir hier? Spaltaxt, die ist schon wieder verballert hier. Kostet die 708, das lohnt sich doch fast gar nicht. So, modifizieren, Deobomben, ja, modifizieren. Die können wir holen. Ja. So, Fleischköder. Ich weiß, es könnte etwas widerlich aussehen, aber es lohnt sich wirklich. Ein Glas mit Fleisch ist ein guter Köder. Für die wandelnden Leichen hau es raus und die verrotteten Punks werden sich darum versammeln wie Geier um einen Kadaver. Okay. Starkstrombetäubungsschlag. Den anderen können wir gar nicht zusammenbauen. Da fehlt uns Sachen. Den Piranha. Bomben, Gewicht, Zahnräder. Wir haben das Zeug, aber wir haben die Waffen nicht dafür. Okay. Jetzt pass mal auf. Upgraden. Modifizieren. Bauen wir noch einen Schocker. Betäubungsschlag. Haben wir da echt was? Aufprall. Modifizieren 8, da haben wir die Streitkolben. Nehmen wir mal den. Stoß. Dann hat er mehr Wucht, ne? Betäubungsschlag. Was ist Starkstrom? Machen wir lieber das, oder? Ah ne, das ist ja... Also gut, Aufprall machen wir, modifizieren, aber ich nehme den Streitkolben, der nicht so viel Schaden macht. Nehmen wir den. Warte mal. Okay, ich nehme den hier. Ist egal jetzt. Aber wir können sogar beide nehmen. So, Betäubungsschlag, nehmen wir das auch noch. Spaltaxt, nein. Nein. Oh, auf die Sichel haben wir es drauf. Okay. Und dann haben wir noch ein paar Fleischköder, wollte ich schon immer mal haben. So. Die sind ziemlich billig. Diese Fleischköder. So. Mhm. Nicht schlecht. Okay. Jetzt haben wir wieder genug dabei. Gut. Was ist das jetzt hier? Wieso hat es jetzt... Müssen wir neu einordnen. So, haben wir den hier. Schock. Hauen wir hier rein. Jetzt hauen wir einfach mal irgendwelche Waffen raus. Scheißegal. Und eine, wo schießen kann. Pistole. Mann, wo kriege ich Munition her? Ich will Munition haben. Ist doch doof. So, jetzt retten wir noch kurz den Typ da. Haben wir total vergessen. Weil Leute modifizieren und rummachen und rumbasteln.
Okay, da kommt schon einer angerannt. Hauen wir erstmal mit den Dingen rein. Oh! Nicht schlecht. Schlagling nehmen wir mit zum Verkaufen. So, bleib liegen. Gut. Ich höre schon wieder irgendwas. Da ist wieder Böses im Busch. Komm her. Du musst aufpassen, dass du mit der Waffe nicht gegen die Wand schlägst. Ich glaube, das ist gut. Ach, was ist denn das für ein Dreck? So. Und wie soll ich den retten? So, jetzt können wir eigentlich mal den Fleischköder ausprobieren. Wo ist er denn? Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier jetzt den Fleischköder hinwerfen. Jetzt müssen sie ja eigentlich alle da hinlaufen, wa? Und wie lange hebt der? So, und jetzt... Ah, ist schon vorbei! Da rennt so eine blöde Sau auf mich los. Nicht nur eine, mehrere. Ich glaube, der Fleischköder hat ein bisschen was angelockt, wa? Ja. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn das passiert, ne? Shit, da liegt eine Schachtel Zigaretten. Ich will sie haben. Oh, da war eine Scheiße. Ich darf vergessen, nicht mehr. Fleischköder nicht gut. Da kommen jetzt zu viele ungebetene Gäste zu der Party. Komm. Blöde Sau. Ich muss ausweichen. Wo kommen die jetzt auf einmal alle wieder her? Oh. Waffe kaputt. Mist, ich hab doch hier irgendwie... So, erstmal heilen. So, okay. Wow, von hinten? Auch das noch. Irgendwie wird's immer extremer hier draußen, hab ich gefühlt. Mal heilen. Heilige. So, jetzt ist aber Ruhe. Du bleibst da stehen und lass mich in Ruhe. So, wohin muss ich? Muss ich darüber? Ja. Komm wieder hoch? Nee. Auch gut. Doch, kommen sie! Das darf doch echt nicht wahr sein, oder? So, jetzt aber. Ah! Muss ich hier hoch, oder? Oh! Freunde! So, wo ist der? Müssen die jetzt auf mich schießen? Wieso hat er das gemacht? Komm. Ich verlange nicht viel, aber ich verlange euren Kopf. So, ich glaube, den habe ich den einen.
So, okay. Die haben ja auf jeden Fall Munition dabei, das ist gut. Und ein bisschen Geld für den armen Jungen. Oh! 92, alle. Man hat noch einen Blitz mit drin. Aber ich glaube, der hat eine schnellere Feuerrate, ne? Ich will haben diese. Andere raus. So, die muss weg. Nee, halt. Die tun wir raus. Und die tun wir rein. Wollen ja ein bisschen mit der modernen Zeit mitziehen können, ne? So, und wo ist der jetzt? Ah, schön ruhig. Ich glaube, ich muss hier wieder runter. Das ist hier oben nicht. Wo soll der jetzt sein, der Typ? Essen. Nee, oder ist er dort? Echt jetzt? Hey! Komm hier jetzt doch mal her. Ich habe mich jetzt aber hier nicht eingeladen. Okay, gehen wir mal runter hier. Und schauen uns das Ganze mal an. So, wie soll ich das denn im Auto oder irgendwo? Jedes Mal kriege ich eine gepfeffert, ey. Der hat noch richtig Geld dabei hier. So, was ist in der Werkstatt? Gibt's da was? Komm. Ach, der liegt da unterm Auto. So. Na du? Wohin soll ich den jetzt bringen? Ah! Thank you. Thank you, friends. I thought I was dead. Oh, Cash gibt's. Nehm ich gern. Und jetzt? Sonst hast du nichts für uns? Doch, hier ist eine Kiste. Was denn hier? Ach, ne, brauchen wir nicht. Okay. Gut, das war schon alles, der ganze Auftrag. Sowieso sieht es jetzt auch weg, draußen hier. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Das war's schon. Tschüss.